Hallo und herzlich willkommen hier zu den alten Säcken. Heute mit dem Hansi, dem Basti, dem Heiko und dem Zivi Olli. Grüße. Salü. Hallo, oh, ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, wo du angefangen hast. Kann jetzt mal einer ich würde den Basti hochhelfen? Nee, ich glaube, der kommt gar nicht mehr hoch. Der kommt nicht mehr hoch, ne? Ja, schön. Warte, ich trete mal hinten. Oh, das hat ganz schön geknackt, das habe ich gehört. Ja, das hat aber ganz schön geknackt. Das hat aber auch. Nee. Jetzt hast du wieder Rücken für 3 Wochen, ne? So? Ne, also jetzt hält er für 3 Wochen Rücken. Wieso hast du, Heiko, jetzt, wieso hast du beim Anmoderieren eben Angst gehabt? Nee, er hat plötzlich losgelegt, da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Ach, hast du gar nicht mitbekommen, dass du startest? Ja, doch, aber nicht so kurz. Ja, das ist ja keine Weihnachtsintro mehr. Ja, ja. Die Fliege hier, die macht mich auch wahnsinnig auf. Ja, ich habe das vorhin schon für Basti seine Gelbfliege gehalten. Die macht anders. Ja, irgendwas wollte ich jetzt sagen. Gerade im Moment im Winterschlaf, glaube ich. Ja, so, wir haben ja jetzt heute den 31.12. Also ich kann ich runterzählen? Nein, noch nicht. Also jetzt auf jeden Fall wünsche ich erstmal den Leuten, den Zuschauern, ja, schönen guten Rutsch ins neue Jahr und so. Und war jetzt schön Silvester. Und ja, wir hören uns wieder. Ja. Ja. Bleibt sauber. Rutsch ins neue. Wir sehen uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder. Ja. So, war das eine Drohung? Ja. Nein, das war eine Tatsache. Ja, eigentlich müssen wir jetzt erstmal eine Nachricht verkünden, dass wir eigentlich erstmal eine Minimalpause einlegen, ne? Genau. Oder wie war das? Wir machen eine kleine Schaffenspause. Wir kommen gestärkt wieder, denn nicht beim 19er, wie es jetzt ist, sondern im 22er. Mhm. Und richtig? Ja. Wir arbeiten noch dran an alles. Also es wird ein bisschen dauern, bis wieder was Neues von uns kommt. Naja, so lange wird es nicht dauern, aber eine kleine Schaffenspause. Ja. Du darfst ja nicht vergessen, ganz wechseln wir nicht. Wir sind bloß woanders. Ja, es kommt alte Säcke Reloaded. Nein, ich meine das neue Projekt. Ja, ja. Das eigentlich ganz sechs werden wir so und so nicht sein, ne? Nein. Wir sind nicht hier und wir sind nicht da, sondern wir sind woanders. Ganz genau, ganz woanders. Aber ich freue mich schon, wir können ja sagen, die 4 sind auf jeden Fall im neuen Projekt mit bei, ne? Wie ich das jetzt so verstanden habe. Ja, ich sag nichts. Heiko, wir wissen es ja. Und Olli und ich, ne? Wir werden ein Partner. Wir beide, ne? Da nehme ich lieber Erika. Nein, nicht so eine Partner. Die ist leider nicht dabei. Nee. Verdammt. Das ist eine eingetragene, ne? Aber es ist neu. Hallo, Gemeinschaft. Also Leute, wir verlassen uns nicht. Es wird ein neues Projekt starten und wir werden dabei sein. Und alte Säcke wird auch wieder erscheinen. Nach der kleinen Schaffenspause auf jeden Fall. Ja, genau. In welcher Form wird man sehen? Ganz genau. Lasst euch überraschen. Richtig. Und Kommentare schreiben, vielleicht haben sie ein paar Ideen. Ja, genau. Ideen für Ideen sind wir in jedem Projekt offen. Also knallt runter, schreibt in den Kommentaren und alles. Willst du euch die Finger bluten? Ich wollte es gerade halt gut, vielleicht auch eine brutale Art. Und dann noch weiter, solange Fleisch da ist, weiterschreiben. Ja, irgendwas wollte ich sagen. Also ich würde ja mal sagen, wir sind ja auf der Insel so ganz einsam angekommen mit einem Bus. Wo ist der? Keine Ahnung, wo der ist. Ja, der ist doch versenkt. Achso. Der ist noch versenkt vom Henning. Ah, von Henning auch noch versenkt. Oh. Yeah. Das ist jetzt Memory of Henning. Ja, Das erinnert mich ans nächste. Ja, ich hätte ja sonst vorgeschlagen. Dann laufen wir halt. Ja, ich hätte sonst vorgeschlagen, wir gehen so, wie wir gekommen sind. Wir drehen mal eine Runde. Wir gehen mal eine Runde. Basti, du kannst dich am besten aus. Wir sind einmal um den Hof gegangen. Nein. Gehen wir einmal hier um den Hof. Okay. Und ja, die Bäume weggemacht. Weißt du, wir haben hier alles weggemacht. Wir haben alles schön gemacht. Ja, ne? Jede aber wir Menge waren Bäume. Nicht einmal wirklich mal im Haus drin, oder? Also ich war da, glaube ich, einmal ganz am Anfang drin. Das ist. Und haben nie unsere Grillecke benutzt. Doch, der Grill ist an. Ich habe vorhin bloß das Radio ausgemacht. Und haben die Tiere gehabt. Ja, guck mal, wir haben auch noch nicht mal das Gold weiter gesucht gehabt, eigentlich. Olli, komm schnell mit, ich weiß, wo es liegt. Ja.
Das braucht ihr jetzt auch nicht mehr. Nee. Das nehmen wir mit. Ja, wann lag das Gold denn hier? Wer hat das Gold hier reingepackt? Das liegt schon seit der ersten Folge. Hier habe ich es abgelegt. Echt? Ich habe es gar nicht gefunden. Hier war ich nie drin. Darum. Darum sage ich ja. Aber Olli, du sagst, ja, ne, wir haben einen Grill nie benutzt. Ne? Ich habe ihn vorhin angemacht. Ich auch schon. Weil ich eigentlich den, die Musik ausmachen wollte. Nee, nein, ja, wie gesagt, es ist eigentlich wie eine der, mit der schönsten Karten. Ja. Mit auf dem, für, also für den 19er damals. Ja, so. Fand aber, ich. Aber wir müssen ja noch weiter spazieren, würde ich sagen. Ist halt Geschmackssache. Jetzt haben wir ja, haben wir hier so eine Feuerausrüstung. Nein, ich frage mich. Weil es ist ja auch mal was ganz anderes hier. Ja. Ist eine interessante Karte. Ich weiß doch, wo es hieß hier. Oh, hier Goldballen. Lass uns ihn sammeln. Hier in der Werkstatt. Wisst ihr noch? Wo keiner rankam. Richtig. Ja. Richtig. Richtig. Geil. Darum. Ja, und natürlich ist es auch nicht mehr ganz Standard gewesen. Ein paar Sachen haben wir ja zusätzlich dann gesetzt gehabt, wie auch hier die Tankstelle. Ja. Die ist standardmäßig nicht mit drauf gewesen. Aber Olli, ich kann dir jetzt leider gar nicht mehr sagen, wo ich unsere Goldbahn hingeschmissen habe. Ich glaube, ich weiß es noch. Ich habe keine Ahnung mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah ja, unten, hinterm Baum. Nee, ich glaube, da haben wir sie mal weggenommen schon. Auch das übermoderne Silo hier zur linken Seite, das auch nicht standardmäßig drauf gewesen. Oh. Das haben wir nachträglich dann noch mit installieren lassen. Aber wir hier noch Schutthaufen rumjagen und auch. Ja. Oh, ja. Also hier haben wir richtig gewerkelt damals. Wie war das? Wo muss das denn rein? Ja, nee. Wieso schmeißen wir ein bisschen im Silo? Wir haben doch eine Mistplatte. Genau. Richtig. Oh. Was wir zum Beispiel auch nicht ausprobiert hatten, eigentlich hätten wir es ja machen können. Wir hatten ja nun mal unten diese große Wiese gemäht. Das hätte man eigentlich gar nicht hochfahren brauchen. Echt nicht? Aber ich hätte. Aber es war Rohrleitungssystem oder was? Genau, dann hätte man nämlich hier oben das schöne Rohrsystem hier nämlich testen können. Mit Rohrsystem? Ja, echt, ja. Das sehe ich jetzt gerade erstmal. Ich auch. Also wenn du jetzt mal da runter guckst. Ah ja, das geht da. Das geht Richtung BGA rüber. Kann da drüben ist. Ah. Da hättest du es unten reinschmeißen können. Und dann wäre das quasi per Rohrsystem hier. Aber eigentlich könnte man da mal hinlaufen, ne? Ja, das können wir ja noch machen. Ich wollte gerade sagen. Per Rohrsystem wäre das dann hier in das Silo reingekommen. Okay. Mit. Und dann hätten wir dann eigentlich nur hier drunter fahren können, brauchen, und dann hätten wir sie entnehmen können, die Silage. Auch nicht schlecht. Ja, wieso sagst du uns das jetzt erst? Wir hatten ja nicht mal Tiere. Heiko, wieso sagt er uns das jetzt erst? Ja, ich weiß nicht. Hat uns was verschwiegen? Ja, ich bin alt, ich hab's vergessen. Ich das kenne ich irgendwo hier. Wie er das mit dem Ladewagen so schön hinkriegt. Achso, vor allen Dingen hier, warte mal, mit meinem Lieblingsladewagen. Jetzt könnt ihr mal mitkommen. Hier, ne? Mein Lieblingsladewagen, der ja so unglaublich viel, wo ja auch so unglaublich viel reingepasst hat, ne? Ach, der. Jetzt rennen die auch noch. Hier, ne? Mein Lieblingsteil. Macht man nicht so schnell, ich habe mit dem Rücken, wisst ihr doch. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich damit gefahren wäre, wenn, ne? Ich bin damit gefahren, hallo? Ja, ich bin damit zum Anfang gefahren, dann habe ich mir den Großen geklaut. Ja, das waren so kleine Gimmicks halt, ne, ja, die ja. Ich damit dann in den Motor noch reingesetzt habe und mir gedacht habe, das könnte ein bisschen spaßig werden. Wisst ihr, was mir gerade noch so einfällt, wo ich hier die beiden fahren sehe? Wie Henning davor stand. Ja. Oh, das war auch so geil. Und dann gesagt, nee, das hat er nicht gemacht. Ja, genau. Oh ja, das stimmt. Oh. So. Oh. Also ich würde sagen, wir verlassen jetzt den Hof. Ja, gehen wir mal hier. Gucken wir noch einmal zurück. Weiter, ne? Noch einmal zurück und dann ist sie schon vorbei. Oder auch hier, die ganzen Felder hier unten. Ja, alles voller Bäume. Alles voller Bäume, was wir hier. Ich hab die weggemacht, ich war's. Du musst mal herkommen, wie so ein Baumstumpen. Ja. Handy mit der Kettensäge am Werkeln. Oh ja. Hat er uns damit geärgert, ne? Ja, also wirklich. War schon lustig. Ja, auch hier eigentlich ein schöner Mod. Ja. Auch leider nicht benutzt, das ist normalerweise eine Verkaufsstation für diverse Sachen. Mhm. Eier, glaube ich, Weizen fast es. Von einer netten und ja, eigentlich schon gar nicht mehr unbekannten Motorin, Omatana. Okay.
Aber ich sag mal so, vielleicht bringt sie ja für einen 22er sowas. Ja, sie werkelt schon fleißig für einen 22er. Da gibt es schon schöne Mods. Mittlerweile hat sie auch schon gemacht. Wieder für einen 22er auch ein Hofbeck für die französische Karte zum Beispiel. Okay, geil. Im französischen Stil halt. Was kriegen wir das denn? Mit drei Wohnhäusern und Unterstellplätzen und ja, und sowas. Ich würde sagen, alles drum und dran, ne? Richtig, alles drum und dran für einen Hof. Geil. Im französischen Stil. Geil. Ja. Guck mal hier. Wisst ihr, was ich mich hier immer noch gerne erinnere? Warte mal, jetzt muss ich mal schneller laufen. Ich laufe mal vor, ich finde das. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch, was du meinst. Der Legendäre. Der Legendäre, aber wirklich legendäre Baumstumpf. Den jeder kennt. Ich glaube, es kennt ihn auch jeder. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da ist jeder einmal von uns gegengefahren, ne? Oder? Einmal? Einmal. Den hat auch jeder mitgenommen. Den hat auch jeder mitgenommen von uns. Ja. Hier ist er, ja. So, jetzt muss ich mal ganz schnell zu hier. Ne? Meine Lieblingsstelle, ne? Meine Lieblingsstelle. Also, das ist ja eigentlich. Oh, ja. Das ist hier mit meiner Lieblingsstelle, ne? Die schöne Brücke. Wartet. Ja, okay, Hanni. Also die schöne Brücke ist ja hier absolut meine Lieblingsstelle, ne? Und ja, die Brücke und hier. Runde, guck, da ist schon so einiges versenkt worden. Ja. Sogar Henning. Na, ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, wie oft wir da unten drin lagen. Aber hauptsächlich lag ja eigentlich immer nur Henning da drin, ne? Ja, komischerweise. Aber das lag. Jetzt mal eine Frage an euch. Mit wie viel Kamera seid ihr so über die Brücke gefahren? Ich hab langsam. Langsam. Schnell. Also ich kann von mir aus behaupten, ich bin mit 60 km/h darüber geknallt. Ja, je nachdem, was für Fahrzeug, ja. Also gut, diese Brücke, da bin ich wirklich eher langsam gefahren, weil die ist an der Kurve. Ja gut, da habe ich ein bisschen abgebremst, aber sonst. Da habe ich wirklich abgebremst. Jetzt die andere Brücke, gut, da bin ich dann auch schon schneller drüber. Naja. Die Bäume brauchst du nicht mehr fällen, ne? Die liegen schon. Die Stumpen. Ja, ich wollte ins Meer schmeißen. Ach so. Der lag mir nämlich auch im Weg, genau wie der hier vorne. Der liegt, Vor allen Dingen, bist du da einfach raufgefahren, zack, lagst du hier unten drin. Ja, hier, der war auch der hier, der war genauso. Der war fies, ja. Ja. Der war richtig fies. Ja. Hey, wisst ihr, was ich mal jetzt mache? Ich versuche jetzt mal zu balancieren. Das geht. Ja, du kennst mich nicht. Ja. Aber ich glaube an dich. Ich hab's mit dem Rücken. Kommst du hinterher oder bist du unten? Ich hab's in den Rücken. Man muss vorsichtig machen, langsam machen. Ich hab's so. In den Rücken. Basti schwimmt drüber, der ist nicht höhentauglich. Echt, schwimmt er? Doch. Schwimmt er? Hallo. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Er kommt. Oh. Heiko, aber nicht schubsen. Jetzt lass doch mal nicht hier stehen. Jetzt lauf doch mal hier da. Ja, ich dachte, Heiko schubst dich runter hier. Weißt? Hallo, geh jetzt geradeaus da zurück. Oh. Ja, wie gesagt, das ist halt dieses schöne Rohrsystem, was jetzt halt hier weitergeht, bis rein in die BGA. Ach so, das geht, kommt da hinten in der BGA. Ach, das war hier schon, das ist unser Grasland. Genau, das hätten wir eigentlich alles. Hier unten irgendwo reinkippen müssen. Hier von der Wiese runtergeholt haben. Ah, hier unten, ich hab's. Genau, rechts kommt jetzt gleich die BGA. Jetzt rennen die schon wieder. Heiko, wir haben keine Zeit, das ist es ja. Wir müssen zu Erika. Hier rein. Genau, das hätten wir hier reinbringen können. Das hätten wir dann hier schön isolieren können und alles. Ja, toll, dass du uns das jetzt sagst zum Schluss. In der letzten Folge. Ach, hier wird drin gestürzelt. Genau, hier wird reingewurzelt, gestürzelt und dann geht das dann, wie gesagt, über das Rohrsystem bis hoch in den Hof. Ja, schön, dass du uns das jetzt sagst. Heiko, ne? Was hätten wir für Kilometer sparen können? Ja, wirklich. Was hätten wir uns für Nerven und Schweißtropfen an dieser blöden Brücke? Echt? An den zwei Brücken. Baumstamm inklusive. Aber wir hatten doch unseren Spaß dabei gehabt. Oh ja. Oh, guck mal hier. Was denn? Warte, ich komme mal hin. Mein Gold. Hey, meins! Ich hab's gefunden. Hast du jetzt das Gold geklaut? Olli, damit kannst du eh nichts mehr anfangen jetzt. Das ist wertlos. Kannst liegen lassen. Nein! Wir können schmeißen es mehr. 1000 Liter Gold. Das ist wertlos. Ja. Wertlos, ja. Ich weiß gar nicht, warte mal, wo steht denn jetzt gerade der Preis für Gold? Weiß ich gar nicht. Guck mal hier nach. Äh.
Warum ist denn? Außerdem, Hansi, das ist für unseren Hof. Ja, okay, für unseren neuen Hof. Für das neue Hof, ja. So, ich gehe mal schon mal langsam weiter. Anni, kommst du mit? Es gibt keinen Preis. Wo bist du? Ach da. Ja, jetzt habe ich es gefunden. Gold liegt jetzt momentan bei... Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Ganz unten. Ach da. 19.167 Euro. Olli, abgeben. Olli, geh schon mal vor, ich hole die anderen. Knapp 20.000 Liter. Irgendeiner hat jetzt das Nachtsichtgerät angemacht gehabt, oder was? Geh weg. Was ist das denn hier mit der Flasche? Geh weg, ey, da macht das. Damit haben wir doch Erhellen verscheucht. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. In der Einfolge. Boah, das ist ja schon ewig her. Ja, sicher. So, da lang müssen wir, ne? Boah, das Nachtsichtgerät. Könnt ihr mal das Nachtsichtgerät ausmachen? Das stört. Ja. Oh. Das geht doch damit an. Ja, nee, Olli, lass mal aus. Das ist die schön für die Aufnahme. Das ist okay. Ach so, ja, hier auch das eine Verkaufssilo da, oder Verkaufsstützpunkt, auch zusätzlich hingestellt. Gab damals. Olli, Spielplatz. Hani? Ja. Die Flasche ist hinter dir gewesen. Lass dir jetzt mal bitte das Nachtsichtgerät nochmal. Ne. Yeah. Eigentlich. Olli beim Spielen. Mhm. Halbpunkt. Basti, komm, wir lassen die Kinder da. Ja, ich geh hier. Ne, warte mal. Das ist nur Doritos. Wo war denn jetzt mein Softeis-Stand? Weiß ich nicht. Das suchen wir gerade. Ich habe einen Softeis-Stand hier gehabt. Wir haben schon gekauft. Ich gehe woanders lang. Der will es bloß abliefern. Ja, oh. Da drüben ist ja mein Softeis-Stand, genau. Ja, mein Softeis-Stand hingestellt. Ron, komm her. Ron, sitz. Also ich spendiere jetzt mal Softeis, ne? Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich bin auch vollständig bewaffnet. Wo seid ihr denn? Was möchtest du haben? Also ich habe Vanilleschoko, Erdbeere. Das sind der Reihenfolge, bitte. Wo seid ihr denn? Das ist dann in der Mitte der Sonnen, bitte. Dankeschön. Ich sehe euch gar nicht. Wir sind am zweiten Spielplatz gerade. Ach so. Ich passe auf dich, Hanni. Ich hatte gerade Mango-Zitrone. Ja, bitteschön. Mit Fischdose. Hey. Mir hat keine Mango-Zitrone angeboten. Zieh dich aus hier, mach das aus. Ich möchte Pistazie. Warte. Ne, habe ich leider, ist ausverkauft. Dann nehme ich Banane. Okay, habe ich. Bitte schön. Ich möchte einen Fahrdienst. So, jetzt habt ihr ja gesehen, ne? Also ich bin ganz harmlos, wenn es um Softeis geht. Ja. Naja. Ja, auf der MIP. Olli, schieb das Ding mal weg. So, komm, so. Dann gehen wir mal beide. Jetzt kommen wir langsam so in der Gegend, wo wir angekommen sind, ne? Ja, wo wir angefangen haben. Ron, sitz. Sitz, Ron. Der hört man ja nicht. Der ist bestimmt irrig. Ja, doch, macht er. Was? Jetzt sitzt ja. Er. Ja, jetzt will ich nicht mehr. So, wollte ich ja Henning ja verkuppeln. Ich höre unsere Fähre schön. Mir fällt gerade, eigentlich wollte ja Henning ja da eigentlich noch, ja noch verkuppeln hier auf der Insel. Hier wohnt jemand, die wäre ganz gut für Henning gewesen, aber naja, gut. Wo wollen Sie hin? Ob Sie jemals wiederkommen? Oh, oh. Ach nee, da oben war ich schon, da will ich nicht hin. Nee, hier, einmal hier über die Brücke. Ja, ich folge dir. Schon mit der Brücke. Kannst auch drüben bleiben, Honey. Für die Brücke bist du zu schwer. Frechheit. Ja, wohnt hier nicht Erika? Nee, hier wohnt, das ist hier Jessica. Wohnt diese. Barbara. Hier wohnt diese nette Dame da auf dem Bild. Ach so. Wohnt hier. Oh Gott, ich muss raus. Oma irgendwas. Ich muss raus. Oma Jessica Richter. Honey, ich habe eine Freundin für dich. Wollte ich ja Henning eine Fuku bin damals. Olli! Ja! Ich hab hier was. Hast du ein Sonnenblumenlabyrinth? Ach ne, das hatten wir ja. Olli, komm hier zu mir. Nicht dahin pinkeln. Ich bin Gold, ich weiß. Ach, da unten. Ja, geh weg hier, ist meins. So, dann. Oha, wir haben. Da wollte ich ja eigentlich schon hin, ja noch verkuppeln, wenn wir Eier gehabt hätten. Der Chef wird uns hauen, ne? Wisst ihr das? Wir haben schon 5 Minuten Überlänge. Ist heute egal. Ist heute jetzt egal. Ja. Ist die letzte für hier. Und wenn, wir teilen uns die Haue. Ja. Schmeißt du mit Goldbarren?
Muss ich, ach ja, ich muss hier lang. So. Ah, guck mal. Ah, ich kenne den Weg, Basti. Zack. Ja, von hier sind wir gestartet. Ne? In den Hafen rein, ne? Ja. Von hier sind wir hier schon gestartet, ne? Mhm. Wo ich ja erstmal gefragt, die jetzt habe mich auch irgendwo Henning, der immer im Transporter mit saß. Fahr mich nicht um, bring mich nicht um mit der Fahrstil. Genau. Der Ort, richtig, wo alles begann. Ja, wo bin ich denn? Er will anders sterben oder so, hat er gesagt. Da bin ich, glaube ich. Hier bin ich, glaube ich, gefahren. Ne? Ja. Ich bin hier. Nee. Ich bin hier wie ein Irre irgendwie. Irgendwie so, wie gerade wie jetzt. Ja. Oh Mann. Das war schön. Aber Olli, wir hätten uns ja auch mal in so ein Haus kaufen können. Ja, ne? Mit also wir beide. Wir beide, ohne den drei Alten. Wir brauchen ja auch irgendwo einen Erholungsort, ne? Ja, darum. Wenn wir schon den ganzen Tag arbeiten müssen. Aber wir müssen jetzt ruhig sein, ne? Sonst hauen die uns wirklich noch in der letzten Folge. Ja. Nein, niemals. Vielleicht kommt die Grüßbusstiege von hinten. Ah, hier haben wir auch Fahrzeuge abgeholt, das weiß ich. Mhm. Wie kamen sie mal an? Was für ein Chaos. Sie wurden ja per Schiff geliefert, ne? Mhm. Ja, was anderes geht ja nicht. Guck mal. Ich geh mal essen. Frischer Fisch? Mhm. Fischer Fritz? Ach so. Ah, hier, einmal die... Oh, was gibt's denn? So, hier, ich nehme 7. Danke. Omelette vegetarisch. Kaffee. Vegetarisches Omelette, was ist das? Ich hab keine Ahnung. Omelette ohne Eier. Auweia. Genau. Oh, ich nehme einen Burger. Er kriegst nur ein Tablet. Oh, da hinten sind wir gestartet, auf jeden Fall. Mhm. Hier, warte mal, ich gehe schon mal vor. Ihr könnt euch noch in Ruhe aufessen. Was hier runter? Ich will da nicht vegetarisch essen. Nee, das war hier nicht runter. Hinten sind wir noch irgendwo. Ah, ich da weiß. Ja, ja, ich guck. Ist die Fähre. Da steht unser Schiff laufen. Schön. Genau, da steht auch schon die Fähre parat wieder. Hier, ne? Ja, noch ein Nein, noch ein Stück. Mit Beifuß. Hier kann man nicht auch lang gehen, oder? Ja, ja, du kommst da hinten ganz wieder hoch gleich. Ja, ich guck mir jetzt mal die schönen Schiffe an. Ich muss mal die schönen Schiffe zeigen. Ah, Henning, ich weiß noch, wo Henning ich hier noch im Acker war, ne? Und wo Bastian noch mit dem Schiff noch mehr geknallt ist. Ich dachte, wo ist der denn jetzt geblieben? Ich weiß noch, wie du mit dem Schiff hängen geblieben bist. Na, ja, das war auch so, das war ja auch so ein geiles Ding, ne? Ja. Ja. Wo ich dann mit einem anderen Schiff kommen musste zum Werken. Ja. Bevor ich da war er frei. So. Das ist eine Karte, die viele, viele Gimmicks hatte. Ja. Also, ich muss sagen, hier sind wir angefangen. Genau, hier an diesem Punkt. Nein, nicht ganz. Guck mal, wir mit der Fähre haben wir noch 2,5 Stunden knapp Zeit. Ja. Genau. Also hier unten an diesem Punkt haben wir angefangen. Ne? Wir alle. Ihr könnt ja mal runterkommen. Wir alle. Ne? Also hier sind wir alle immer gespawnt. Und ich würde sagen, wir beenden das Projekt 2019. Also die alte Säcke 2019. Jetzt auch hier. LS19? LS19 beenden wir auch hier, würde ich jetzt sagen. Jo. Genau. Also... Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Ich bedanke mich nochmal bei euch. Ne? Und ja, gleichfalls. Ich würde jetzt erstmal für etwas länger das letzte Mal was ertönen lassen. Die Glocke. Ja. Dass ich die nochmal hören darf. Warte. Das ist jetzt. Aber Weihnachten ist schon vorbei. Jetzt, Olli. In dem Sinne wünschen wir euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr nochmal zu erwähnen. Ja, wir auf sehen jeden Fall. Uns wieder. Und wenn es euch gefallen hat, Abo dalassen, Like nicht vergessen und fleißig kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ade. Tschüss. Tschüss, Silly.